Jo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu diesem kleinen, nicht kleinen Video auf meinem Kanal. Heute, Leute, werde ich euch 10 Dinge, die jeder im Brawl Stars hasst, sagen. Und zwar, es gibt doch bestimmt irgendwelche Dinge, die Brawl Stars Spieler nicht mögen oder wie auch immer. Und heute, Leute, werden wir auf jeden Fall diese Dinge sagen. Und auf jeden Fall, ich habe mich inspirieren lassen von Jo Jonas, denn er hat auch so ein Video aufgenommen. Das war, glaube ich, gestern. Also das Video, was ihr gerade seht, das wurde am 4. Mai aufgenommen. Und auf jeden Fall, ich glaube, gestern hat er das Video hochgeladen. Und auf jeden Fall, egal, ich würde sagen, wir reden nicht so lange drüber und wir fangen auf jeden Fall mal direkt an mit Platz Nummer 10. Platz Nummer 10 habe ich auch von Jo Jonas, aber das ist halt wirklich so, Leute. Und zwar Platz Nummer 10 ist es, wenn Gegner miteinander teamen und immer auf eine Person draufgehen müssen. Also ich muss sagen, bei mir ist es oft der Fall, dass ich immer von irgendwelchen Leuten gesandwiched werde und mich drüber aufrege. Und auf jeden Fall, das ist halt einfach mega, mega blöd, dass sowas halt irgendwie nichts dagegen macht, dass man nicht mehr teamen kann. Weil ich meine, jeder Gegner irgendwie teamt in Solo-Showdown. Und ihr wisst, ich bin kein Brawl-Ball-Spieler oder generell 3 gegen 3. Und auf jeden Fall, für mich ist es dann immer der Fall, dass ich Minus mache. Wie ihr gerade zum Beispiel hier seht, ich habe 6 Brawler von 749 gedroppt. Die habe ich alle in Duo gepusht. Und auf jeden Fall, der Grund, weshalb ich die gedroppt habe, ist, dass Gegner gegen mich geteamt haben. Und auf jeden Fall, ich würde sagen, wir kommen auf jeden Fall zu Platz Nummer 9. Platz Nummer 9 sind WLAN-Lags. Ihr könnt mir nicht sagen, dass ihr diese WLAN-Lags nicht hasst. Jeder hasst diese WLAN-Lags und immer zum Beispiel bei einem Rang 25er Push oder generell beim Pushen, beim wichtigen Push, laggt es immer, aber sonst nie. Es ist wirklich immer so, Leute. Ihr könnt mir das nicht sagen, auf jeden Fall. Immer wenn es wichtig ist, dann laggt es nie, aber ich meine, dann laggt es, aber wenn es nicht wichtig ist, dann laggt es gar nicht. Also, es ist ein bisschen komisch. Brofus macht auf jeden Fall hier auch, würde ich sagen. Und auf jeden Fall, ich würde sagen, wir kommen auf jeden Fall zu Platz Nummer 7. Platz Nummer 7 ist es, wenn du zum Beispiel 15.000 hast und dein, also ein guter Kumpel von dir, so zum Beispiel 10.000 Pokale hat und der einfach 2 Brawler mehr als du hat. Also guck mal zum Beispiel, du hast noch nicht Ember, aber er hat schon Ember mit 10.000 Pokale. Sowas kommt halt öfter vor. Und bei einem Freund von mir ist es auch der Fall mal gewesen. Das war aber ein bisschen früher. Da hatte ich noch nicht Crow gehabt, aber er hatte den schon. Und dann habe ich ihn nach so 4 Monaten einfach mal gekauft, weil er im Shop war. Aber auf jeden Fall, es ist halt öfter so der Fall, dass ein Freund mit 10.000 Pokalen oder wie auch immer mehr Brawler hat als du. Aber Leute, merkt euch eins, gönnt es einfach und ja, gönnt es einfach, weil sonst seht ihr vielleicht nie den Brawler. Und ich würde sagen, wir kommen jetzt auf jeden Fall zu Platz Nummer 6. Ja, ich glaube Platz Nummer 6, ne? Ja, Platz Nummer 6. Und Platz Nummer 6 ist auf jeden Fall auch der Fall, wenn zum Beispiel ein Freund von dir einen neuen Brawler gezogen hat, der richtig krass für ihn ist, zum Beispiel Tara oder wie auch immer, nee, zum Beispiel Leon oder Crow oder Amber oder wie auch immer, und du noch nicht diesen Brawler hast, also das ist genauso fast so wie Punkt Nummer 7, aber es ist anders. Guck mal, zum Beispiel, wenn dein Freund Amber oder wie auch immer zieht und er dir ein WhatsApp-Bild schickt und dich damit provozieren will. Er will dich damit provozieren, dass er Amber gezogen hat. Und er schreibt, oh mein Gott, ich hab Amber oder wie auch immer auf jeden Fall. Und du denkst dir einfach nur so, dich juckt es eigentlich gar nicht. Aber auf jeden Fall, wie gesagt, gönnt einfach euren Freunden, die einen neuen Brawler ziehen, Leute. Denn ich meine, vielleicht gönnen sie euch das auch, aber egal. Ich würde jetzt sagen, wir kommen auf jeden Fall zu Platz Nummer 5. Platz Nummer 5 ist einfach das lange Dauern von Matchmaking. Also es ist auch manchmal der Fall, wenn man zum Beispiel auf 700 Pokalen ist. Bei mir war das auch mal wirklich so. Und zwar, ich habe gerade so meine Edgar in Solo gepusht und das Matchmaking hat einfach so wirklich, aber jetzt wirklich 2 Minuten lange gedauert, obwohl es mittags war. Aber keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, es ist halt öfter auch so der Fall, dass es manchmal so lange dauert, das Matchmaking. Das sollte einfach wieder offline gehen, weil die einfach keinen Bock haben mehr zu warten. Auf jeden Fall, das ist auch schon mega, mega krass, dass man manchmal richtig lange warten muss. Aber auf jeden Fall, dafür kann man ja nichts. Ja, auf jeden Fall, das ist halt öfter auch so. Und damit muss man halt klarkommen, ne? Auf jeden Fall. Und ich würde sagen, wir kommen jetzt auf jeden Fall zu Platz Nummer 4. Nummer 4 ist, wenn dich jemand 50.000 Mal fragt, ob du in seinen Club kommst.
Das ist das Schlimmste, was es gibt. Wenn dich jemand 50 Milliarden Mal fragt, kommst du in meinen Club, aber du halt einfach gar keinen Bock hast, in seinen Club reinzukommen. Und an alle Zuschauer, es ist nicht an euch gemeint, aber es gab einen Typen, weil der hatte mich in der FL, er hat mich immer gefragt, kannst du in meinen Club kommen? Und ich habe halt voll oft gesagt, keine Ahnung. Und ich war mal in seinem Club drin für fünf Tage. Und dann habe ich halt wieder verlassen, weil da habe ich meinen eigenen Club aufgebaut. Und zwar diesen Gärtner-Club, den ich jetzt gerade habe. Kommt gerne rein, Leute. Und auf jeden Fall, ich habe halt so seinen Club verlassen. Was macht der nach einer Minute? Er lade mich ein. Ja, er lade mich einfach ein. Er fragt mich so, warum warst du nur so 2 Tage in meinem Club? Ich dachte mir einfach nur da so, Dicker, ich war 5 Tage lang in deinem Club, also wirklich. Und auf jeden Fall, ich würde sagen, wir kommen jetzt auf jeden Fall zu Platz Nummer 2. Ich habe einfach schon 2 Zahlen übersprungen. Platz Nummer 2 ist einfach Edgar. Ihr könnt mir nicht sagen, dass ihr Edgar einfach nicht mögt. Also ich glaube, gefühlt jeder Browser-Spieler hasst einfach Edgar, weil die immer mit ihrem Jump so richtig nervt. Oder wie auch immer, auf jeden Fall. Deswegen ist auf jeden Fall auf Platz Nummer 2 Edgar auf jeden Fall. Edgar ist halt so ein Brawler, so, der ist halt mega, mega OP, auch obwohl er genervt wurde. Das Ganze gilt auch zum Beispiel für Stu, aber Stu ist nicht so stark wie Edgar. Oder BB ist auch ein bisschen genervt worden. Oder andere weitere Brawler, wie auch immer. Auf jeden Fall, es gibt viele Brawler, die brutal OP sind. Aber ich glaube, die meisten hassen einfach nur Edgar. Und deswegen auf jeden Fall ist Edgar hier auf jeden Fall bei Platz Nummer 2. Und ich würde sagen, Leute, wir gehen auf jeden Fall jetzt zu Platz Nummer 1. Platz Nummer 1 ist es, wenn ihr John Gaming nicht auf YouTube abonniert. Ich schaff's auf jeden Fall. Okay, Platz Nummer 1 ist es auf jeden Fall. Platz Nummer 1 ist es einfach, wenn du die ganze Zeit nur Minus machst. Es ist wirklich so nervig, wenn man gefühlt nur minus 100 macht. Leute, ihr müsst wissen, mir ist es so verdammt oft passiert, dass ich einfach nur minus, minus, minus gemacht habe. Und dann habe ich einfach mal, ich muss euch eine Story erzählen auf jeden Fall. Das war mal so, da hatte ich Karl zum Beispiel noch nicht auf Rang 25. Und da war Brawl Freezy sogar bei mir auch da, Grüße gehen raus. Und auf jeden Fall, ich habe so viel Minus gemacht, dass ich einfach angefangen habe zu heulen. Alter, ich habe einfach angefangen zu heulen. Bitte lacht mich nicht so aus, bitte macht mich nicht. Aber auf jeden Fall, es ist einfach wirklich brutal nervig, wenn man einfach nur die ganze Zeit Minus macht. Es ist wirklich nicht mehr geil. Also wirklich, es ist einfach nicht mehr geil. Und ansonsten, Leute, würde ich sagen, lasst uns bitte, wie es euch gefallen hat. Alter, red doch mal ein bisschen langsamer, ey. Man versteht ja gar nichts. Ich werde dich voll mobben. Soll gemein. Wir sehen uns beim nächsten Video oder Livestream. Auf jeden Fall, ja, Leute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wie gesagt, schreibt mal gerne in die Kommentare. Wie gesagt, also schaut beim letzten Video in die Kommentare auf jeden Fall. Denn, Leute, ich will ein Beichten-Video, besser gesagt ein lustiges Video aufnehmen, wo ihr eure Beichten schreibt. Und wie auch immer, auf jeden Fall schreibt das, wie gesagt, gerne in dem letzten Video unter die Kommentare. Ansonsten würde ich sagen, das war's mit dem Video. Ciao, Leute.